Oh, du bist IT-Freelancer, Softwareentwickler und langweilst dich zu Tode? Ja, dann bist du hier auf meinem Kanal genau richtig. Ja, hallo, mein Name ist Thomas Klein. Ich bin Experte für die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses, insbesondere Softwareentwickler, Entwickler jeglicher Art und auch Berater oder eine Kombination, diejenigen, die eine Dienstleistung, eine Kombination daraus machen oder halt auch Leute, die schon ein Produkt entwickelt haben oder dabei sind, also ein typisches Software-as-a-Service-Dienstleistung oder Produkt anbieten wollen. Ja, und hier wollen wir mal diskutieren, denn ich weiß aus Erfahrung, eine Vielzahl meiner Kunden, Coaches und auch andere Leute, die ich immer wieder kennenlerne aus der Szene, die sind in diesem Modus, und davon gibt es, glaube ich, mehrere 10.000, dass sie im Monat 10, 12, teilweise 15.000 Euro verdienen. Als Freelancer sehr gutes Geld, aber sich letztendlich zu Tode langweilen in dem, was sie machen und wie ihr Alltag aussieht. Der sieht in der Regel so aus. In der Regel bekommen sie ganz konkrete Spezifikationen vorgelegt. Sie müssen sich irgendwo einloggen. Da ist dann im Idealfall sogar irgendwie sowas wie ein Toggle. Das heißt, sie müssen ihre Zeit genau tracken. Dann werden sie ihre Stunden einreichen, ihre Stundenzettel. Und am Ende der Woche, am Ende des Monats bekommen sie dann ihr Geld. Und das ist relativ zuverlässig. Davon können sie ihre Familie ernähren. Oder wenn du noch keine Familie hast, davon kannst du gut in Urlaub gehen. Also davon kannst du richtig gut leben. Aber wie es eben so ist, Geld, die Befriedigung durch Geld alleine hat eine gewisse Haltwertzeit. Das kennst du wahrscheinlich, wenn du dieses Video immer noch guckst. Und diese Haltwertzeit geht in der Regel so wie eine heiße Beziehung, ja, meistens 6, 8 Wochen, 3 Monate. Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal 10.000 Euro im Monat verdient habe. Da hatte ich auch so irgendwie so einen richtigen Kick, ja. Und dann nach 1, 2, 3 Monaten, spätestens nach 3 Monaten, relativiert sich das Ganze. Also es ist dann letztendlich überhaupt, hat keine Bedeutung mehr für dich emotional. Das heißt, Geld alleine, also Geld in sich, ist es nicht, was uns dauerhaft befriedigt oder motiviert oder einen emotionalen Kick verschafft, sondern es sind andere Dinge, wie zum Beispiel Freiheit, die Dinge, die du mit dem Geld eben kaufen kannst, ja, wie zum Beispiel Freiheit. Ja, ortsunabhängig arbeiten, die Sachen aussuchen, die du arbeiten willst, ja, also nur noch Dinge machen, die dir Spaß machen, sprich Kunden aussuchen, sprich die Projekte aussuchen können. Einfach nicht nur das machen, was dir jemand vorschreibt, sondern das machen, was du dir selber vorschreibst, sozusagen. Und in diesem Modus befinden sich eine ganze Menge Leute. Ich würde mal sagen, deutschlandweit wahrscheinlich bestimmt mehrere tausend IT-Freelancer oder Softwareentwickler, die aber letztendlich es nicht wirklich schaffen, aus eigener Kraft die nächste Stufe zu erreichen. Und die nächste Stufe ist letztendlich erstmal auch nur ein Solo-Entrepreneur zu sein, aber sich die Projekte, die Kunden selber aussuchen zu können. Und wenn du schon dauerhaft eine Zeit lang 10, 12, 15.000 Euro im Monat verdient hast, vielleicht sogar schon mehrere Jahre und schlauerweise nicht immer alles wieder ausgegeben hast oder das ist mal wieder bei dem Punkto, was befriedigt dich langfristig? Also wenn du nicht den Fehler gemacht hast, dass du dir sozusagen mit 10.000 Euro im Monat einen dicken AMG fährst oder einen Porsche oder sowas und letztendlich oder eine dicke Wohnung, sodass du alles, was du verdienst, immer gleich wieder ausgibst, wenn du es schlau gemacht hast, dann hast du dir ein finanzielles Polster aufgebaut. Und das ist bei 10, 12, 15.000 Euro im Monat nicht unüblich, dass sich jemand, der das seit 2, 3 oder 5 Jahren schon vielleicht macht, manche sogar noch länger, aber sagen wir mal so seit 2, 3 Jahren, meistens stellt sich dann so eine Phase ein, wo es auch dann irgendwo auch von der Weiterentwicklung irgendwo dann Grenzen gesetzt sind, in der Form, wie ich es beschrieben habe, wie du als IT-Freelancer-Entwickler arbeiten kannst. Innerhalb dieser 2, 3 Jahre, wenn du smart warst und gut gespart hast, dann hast du dir mal eben locker so an die 250.000 zur Seite sparen können. Ja? Also nach 3, 4, 5 Jahren garantiert. Aber zumindest mal 100.000. Und 100.000 solltest du auch haben, um den nächsten Schritt wirklich ernsthaft einläuten zu können. Und auch mit ein bisschen Bums, wie man so schön sagt. Ja? Neudeutscher Begriff.
Und jetzt stellst du natürlich die Frage, okay, wie gehe ich diesen nächsten Step konkret an? Und um diesen nächsten Step konkret anzugehen, ja, du kannst ja natürlich auch hier, ja, unser nagelneues Skalierungstraining mal anschauen, verlinke ich dir hier unten, wenn es zu dem Zeitpunkt, wo du das Video anschaust, noch schon ready ist, weil wir sind gerade dabei, es zu bauen. Ich und noch ein Partner von mir, Michael Franke. Und dann, wenn du in diesem Modus bist, dann stellst du dir auf jeden Fall die Frage, okay, wie komme ich zu dem nächsten Step? Und der nächste Step ist dir letztendlich, direkt Kunden zu finden, deine Projekte aussuchen zu können. Und das wiederum setzt voraus, dass du mehrere Kunden findest. Denn wenn du nur einen Kunden direkt findest, dann ist das zwar schon okay, aber dann kannst du dir ja nichts aussuchen, weil dann hast du ja nur diese eine Möglichkeit. Und dann musst du natürlich auch noch das Thema Scheinselbstständigkeit auch nochmal berücksichtigen. Und dann kommen wir schon gleich zum ersten Step, der dann wiederum darauf folgt, nachdem du deinen ersten Kunden gewinnen konntest, beziehungsweise dir deine Wunschprojekte aussuchen konntest oder deine Wunschkunden. Und das ist dann letztendlich die Skalierung, wie man es hier auch schon in vielen, na, das hat man eben hier gerade, Gott, bisschen altmodisch hier mit Papier, ja, wie du deine GmbH dann gründest. Ja, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du anfängst, Leute einzustellen, den ersten, den zweiten Angestellten oder eine Kombination aus Freelancer, Angestellte, Werkstudenten und so weiter. Da haben wir eben ausführlich dann in unserem Skalierungstraining das auch angesprochen, beziehungsweise wir trainieren auch Leute, um eben genau das alles sukzessive durchziehen zu können. Und dann kommst du letztendlich in einen Bereich rein, wo du eine GmbH hast, die eine Viertelmillion, eine halbe Million Umsatz macht, und dann dich langsam Schritt für Schritt steigerst, ohne dass das ganze Ding natürlich gegen die Wand fährt. Das heißt, es gibt natürlich sehr viele Leute, die es nicht schaffen, diese kleinen Step-by-Step-Hürden zu nehmen. Und deswegen bieten wir eben dieses Skalierungstraining an, um eben Leuten zu helfen. Jetzt möchte ich hier aber in diesem YouTube-Video noch mal ein paar Dinge rausgeben, die schon Teil des Trainings sind, welches wir anbieten, aber einfach schon mal so anteasern, welche Gedanken du dir schon mal vorweg machen kannst, bevor du bei uns ins Training kommst. Und zwar, grundsätzlich gibt es eigentlich nur zwei, drei Möglichkeiten, wie du dir, welche Art von Projekten du dir da draußen suchen kannst. Als Softwareentwickler gibt es eigentlich das eine Projekt, die eine Möglichkeit ist, dass du eher mittelgroße bis kleine Firmen, ja, targetierst. Also es geht jetzt um sogenannte Zielgruppendefinition, das ist dann das dritte Kapitel von unserem Skalierungstraining. Und die andere Möglichkeit ist, dass du mittelgroße bis gehobene Mittelstandsfirmen targetierst. Konzerne ist dann nochmal ein anderes Thema. Und das ist zum Beispiel jetzt mal diese zwei groben Richtungen, wo du dir im Vorfeld überlegen musst, okay, was gehe ich an? Du kannst auch beides gleichzeitig machen, ist halt nur sehr anstrengend am Anfang, klar. Wenn du es auch nicht gewöhnt bist, neue Kunden direkt zu gewinnen. Und dann würde ich mich erstmal auf eine Sache konzentrieren, weil es ist schon anstrengend genug. Und dort erstmal Erfolge machen, dort erstmal Gewinne machen und Umsätze und so weiter. Und dann kannst du dich später immer noch umentscheiden oder mehrere, sagen wir mal, Zielgruppen mit in dein Targeting mit aufnehmen. Warum sind diese zwei generell mal unterschiedlich? Weil die einfach generell unterschiedliche Dienstleistungen benötigen. Ja, also eine Firma, die sagen wir 50 oder 100 oder 150 Mitarbeiter hat oder irgendwas um den Dreh rum, die benötigt ganz andere Software-Dienstleistungen als wie eine Firma, die 5000 Mitarbeiter hat. Ja, da gibt es schon extremst viele Standards, da gibt es teilweise extremst viel Inhouse-Ressourcen schon, da gibt es teilweise ganze Inhouse-IT-Firmen, ja, also dann in Konzernebene, aber häufig schon. Also es startet häufig mit einem kleinen Team von Entwicklern, mit 4, 5 Leuten und können aber auch 100 Leute sein, können auch 150 Leute sein oder 300 Leute. Und dort dich dann sozusagen zu integrieren mit dem, was du anbietest, ist ein ganz anderes Thema, nochmal eine andere Herangehensweise, auch der Akquise. Es geht da schon los, ja, in deiner Ansprache, wie du ins Telefonat reingehst, in der Telefonakquise, wie du die E-Mails verfasst und dann dein ganzes
Wording, deine Kommunikation nach außen, ne, was du auf deiner Webseite schreibst und so weiter, ist eine andere Zielgruppe, als wenn du sagst, okay, ich targetiere jetzt Firmen, die haben nur 50 Mitarbeiter und eigentlich kaum eine eigene IT-Abteilung, vielleicht eine Person oder haben es komplett outgesourced. Häufig haben die kleineren Firmen bis 150 Mitarbeiter nicht mal einen eigenen IT-Leiter oder sowas, ja. Und das ist dann einfach nochmal eine andere Sache. Die brauchen dann häufig auch, sagen wir mal, einfach ein komplettes System. Ja, das ist dann häufig auch eine Software, die irgendwie von null an irgendwie gebaut wird, dessen Aufgabe du dann hast, dies zu tun, oder Plugins, Add-ons und dergleichen, ja, wie zum Beispiel für Web-Applikationen, für Webseiten, die schon bestehen, für E-Shops, die schon bestehen und so weiter. Aber diese, einfach nur mal ganz kurz angerissen, diese zwei Bereiche sind schon mal grundsätzlich unterschiedlich und das pflanzt sich fort, das startet bei der Akquise, bei der Positionierung, wie du dich positionierst, zieht sich durch wie ein roter Faden, Akquise, welches Angebot du erstellst, wie du abrechnest und so weiter und so weiter, und dann letztendlich die Art und Weise, wie du skalierst, ist dann auch nochmal sehr stark unterschiedlich. Und damit möchte ich es jetzt gerne mal belassen mit diesem Video, und wenn du dich, wie gesagt, interessierst, da tiefer einzusteigen, melde dich bei uns. Hier unten findest du ein paar Links, wo du die Möglichkeit bekommst, bei uns ein Erstgespräch zu buchen, und dann sehen wir uns auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ich freue mich auf dich und dann bist du wieder mit dabei, auf jeden Fall auch beim nächsten Video, wenn es wieder heißt, dein Thomas Klein, und ich wünsche dir was. Schöne Weihnachten. Ciao.